Immer Kindlein, gib's ein Acht, bleib schön brav in deinem Zimmer und schlaf gute Nacht. Aber wenn das Kindlein größer darf spazieren gehen, weil sonst könnt das kleine Kindlein gar nicht schöne Sachen sehen, weil sonst könnt das kleine Kindlein gar nicht schöne Sachen sehen. Alle Kindlein sagen immer, Mami, lass mich raus. Bleib ganz lieb in deinem Zimmer, ich komm bald nach Haus. Aber wenn das Kindlein fort ist, denkt es nicht mehr dran, weil es doch so viele hundert schöne Sachen sehen kann. Weil es doch so viele hundert schöne Sachen sehen kann. Wenn das kleine Kindlein dann nach Hause fröhlich geht, schimpft die Mami gleich das Kindlein, du kommst viel zu spät. Liebe Mami, sei nicht böse und merk dir zum Schluss, dass das kleine Kindlein doch die schönen Sachen sehen muss. Dass das kleine Kindlein doch die schönen Sachen sehen muss. Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen, weiten Meer, mit viel Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr. Nun, wie mag die Insel heißen? Ringsherum ist schöner Strand. Jeder sollte einmal reisen in das schöne Lummerland. Mit zwei Bergen und dem Fotoatelier. In den letzten macht man Bilder auf den ersten Gullieu. Diese Breiten, diese Tiefen, diese Höhen sind bekannt. Und man spricht von dem Motiv auf dem schönen Lummerland. Mit zwei Bergen und dem Fernsprechtelefon. Wählt man nur die richtige Nummer, klappt auch die Verbindung schon. Hallo, hier ist Falsch verbunden. Wollen Sie sich jetzt beschweren? Nein, warum? Das kann passieren. Also dann, auf Wiederhören! Zwei Bergen und der Laden von Frau Waas. Hustenbonbons, alles Kleber, Regenschirme, Leberkas, Körbe, Hüte, Lampen, Bürste, Blumenkohl und Fensterglas, Lederhosen, Kuckucksuhren und noch dies und dann noch das. Jetzt schreiben wir noch einen schönen langen Brief nach Lummerland. Und was steht da drin? Eine Insel mit zwei Bergen und einem Eisenbahnverkehr. Abfahrt immer 6.15 Uhr, mollig später hinterher. Bahngleis 1 mit Anschluss Bergfahrtsteigung 9,5%, Ankunft 6.22 Uhr und die Rückfahrt folgt getrennt.